ersten Werke, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegrufen, wenn du nicht Buße tust. Das ist jetzt auf eine Gemeinde bezogen. Wisst ihr, in Gelsenkirchen, da haben wir das erlebt. Das ist da, das Wort Gottes tut sich manchmal buchstäblich vor unseren Augen wirklich offenbaren. Wir hatten früher in Gelsenkirchen durch die verschiedensten Erweckungen, die im Ruhrgebiet waren, und die Geschwister aus Ostpreußen, aus dem Masurenland mitgebracht haben, wir hatten im Zentrum der Stadt 7, 8, 9 Gemeinden auf den engsten Fleck. Und meistens waren die so groß, dass wir oben noch eine Empore hatten. Die Väter müssten die Gemeinde mit Emporen bauen. Und es haben Posaunenchöre gespielt, da waren 40, 50 Bläser drin. Und weißt du, was jetzt ist? Nichts. Jetzt sind Moscheen. Und wir müssen freitags erfahren, wie der Muezzin schreit. Das ist das, wenn Gott den Leuchter wegnimmt. Hat einer irgendwo, meint einer, dass durch den Coronavirus ein Bußruf durch Deutschland geht? Ich habe den Eindruck überhaupt nicht. Ich höre nur immer, wir schaffen das, ah, wir schaffen das. Maske auf, und das geht uns von der Hand. Wir haben das, wir sind alle geimpft. Es gibt jetzt Gemeinden, da habe ich mal angerufen, da sagt einer, Arno, wir haben jetzt die Immunität erreicht. Wir sind alle durchgeimpft, wie sieht es bei dir aus? Da möchte man manchmal sagen, ich habe die 3Gs abgewirkt, ich nehme die 3Bs. So, die 3Bs? Wie heißen die denn? Ja, ich sage, Buße, Bibel, beten. Wer ist damit? Ich sage, da hast du die volle Immunität. Bis hier oben hin. Die kriegst du nicht auf Rezept, die musst du dir erflehen und erbeten. Das ist ja Wahnsinn. Die Christen fragen sich nicht mehr untereinander, und schon bekehrt, sondern, na, schon geimpft. Hat einer den Eindruck, dass durch unser Land der Monte Tag der deutschen Einheit? Man ist heute zusammengekommen, man spielt die Hymne. Hat einer den Eindruck, dass unser Vaterland da irgendwie die Obrigkeit gelernt hat und gesagt hat, nee, Arno, wir müssen Buße tun. Wisst ihr, ich sage euch jetzt mal wirklich zum Schluss, das war mal anders gewesen. Ich habe mal so im Internet rumgegoogelt und habe mir so die Frage gestellt, wo meine Eltern, Großeltern 1945, meine Großeltern nicht persönlich, die haben es erzählt. Wisst ihr, wie es war? In Ostpreußen mussten auf einmal alle raus. Alle raus. Hinten kam der Russe und drängte. Und meine Oma hat gesagt, die Leute mussten raus. Über das zugefrorene Haff mussten sie fliehen. Sie haben ihre Kinder nicht beerdigen können, weil der Boden so stark gefroren war, dass meine Großmutter erzählt hat, mit dem Fuß haben sie den Schnee über die Kinder gemacht. Die waren blau gefroren. Und dann kamen sie ins Ruhrgebiet und ganz Deutschland war ausbombardiert, Feierabend. Und dann kann man durchaus nachlesen, dass da Christen gab, die gesagt haben, wie geht's denn jetzt weiter, was sollen wir machen? Und da gibt es zum Beispiel Kölner Leitsitze der CDU, da steht wirklich drin, wir müssen wieder lernen, uns beugen vor Gott. Das steht da drin. Das möchte ich manchmal dem Herrn Laschet vorlesen. Hallo, hier, guck mal. Da steht drin, das höchste Ziel, in so manchen Landesverfassungen steht, das höchste Ziel ist es, die deutsche Jugend wieder zur Gottesfurcht zu erziehen. Meint ihr, das hören wir heute, wenn wir heute den Klimperkasten anmachen und sagen, mal gucken, wie die Feierlichkeiten für die deutsche Einheit waren? Nichts. Ich kann aber euch sagen, was wir hören. Wir, das wechselt immer ab. Am besten muss man da in der Dresdner Staatskirche so ein goldenes Kalbchen stellen und sagen, los, macht alle ein Tänzchen drumherum. Die Selbstanbetung beherrscht euch ja sowieso schon perfekt. Und darum wird es mit Corona nicht mehr, wenn der nächste Virus kommt, der heißt anders, vielleicht Schirm 2 oder Schirm 3, weiß kein Mensch. Und wir nicht lernen, was Gott uns sagen will. Gott will sich darauf, will sich aufmerksam machen. Der steht vor der Weltentür und klopft mächtig an und sagt, Mensch, liebes deutsche Volk, hör doch mal, dass ich noch mitten dabei bin im Geschehen. Dass ich derjenige bestimme. Ich bin derjenige, der das alles in der Hand hat, komplett. Und wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, in Matthäus 24 steht,
dass es mehr Erdbeben gibt, wie Kriegsgeschrei. Und Jesus sagt, das sind alles Zeichen, die darauf hindeuten, dass ich bald komme. Aber Jesus sagt, es ist noch nicht das Ende, aber es sind Wehen. Es sind Wehen. Die gehen immer rauf und runter. Als ich meine Frau mich gebeten hat, unseren ersten Söhnen, komm mit ins Krankenhaus, habe ich das gemerkt. Das ging rauf, runter. Rauf. Das habe ich auch gemerkt, wie sie mit mir umgegangen ist. Arno, komm rein. Arno, geh raus. Komm rein. Immer wenn die Wehe unten war, raus, Wehe hoch war, rein. Ich war mehr geschützt als meine Frau. Und so ist das auch, wenn der Jesus sowas zulässt. Das ist so. Die Bibel muss sich erfüllen. Es gibt 180 erfüllte Prophetien, sagt Roger Bibi. Müsst ihr euch mal mit beschäftigen. Und jetzt merken wir so mächtiges Klopfen des Herrn. Und wisst ihr, wir sind jetzt mit der Ruhrpott-Mission unterwegs, nicht weil wir uns einen Namen machen wollen. Und wenn man sich da in Bremen auf den Marktplatz stellt und sagt, Herr, lass mich jetzt ein Wort haben für die Leute hier in Bremen. Das ist keine Sache, wo man irgendwie...